Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bin die Alina, ich führe euch heute durch die Sendung. Unser Motto heißt heute Shop Look für verschiedene Styles für unsere Hochzeitsgäste. Wir haben so ein bisschen was Schönes mitgebracht und das alles auch in ein paar Themen unterteilt. Da nehme ich euch heute mit und heute machen wir mal ein bisschen was anderes als vielleicht die anderen Sendungen, die ihr so kennt. Und zwar gehen wir gar nicht jetzt kategorisch nach Ringen, Ohrstecker, Ketten, sondern wirklich nach ganzen Looks. Was kann man machen? Wie kann man die Kleidung nochmal aufwerten? Wie könnt ihr euer ganzes Outfit mal ändern, aufwerten, upgraden, downgraden, wie auch immer? Der Sommer steht ja vor der Tür. Unser Frühling ist ja bis jetzt eigentlich doch sehr schön. Ich bin zumindest sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und die Kalender füllen sich natürlich jetzt mit ganz vielen Hochzeitseinladungen. Viele, viele Paare von euch, ja, mussten auch leider die Hochzeit verschieben. Deswegen ist es natürlich jetzt umso schöner, dass man eigentlich doch fast wie gewohnt, wieder schön feiern kann. Freue ich mich für jedes einzelne Hochzeitspärchen von euch. Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viele Gäste eingeladen, denen wir heute noch mal ein bisschen ein paar Tipps geben können, wie sie denn eure Hochzeit und eure Hochzeitsbilder ganz besonders schön machen können mit unserem schönsten Schmuck. Und da fangen wir doch gleich mal an. Unser erster Look ist der moderne Look. Das ist jetzt etwas, was ich auch trage. Dazu gehört nämlich einmal, jetzt komme ich mal eben hier kurz rum, beispielsweise dieser Halsreifen von Paola. Der ist, ja, gehört nicht ohne Grund zu dem ganz klassischen Look, weil er wirklich ganz geradlinig ist, ohne viel Firlefanz, ganz schlicht und puristisch und passend zu die Kreolen von Jette, die eben auch sehr puristisch und sehr geradlinig sind. Hier nochmal passend wirklich zu dem Halsreifen finde ich das ganz besonders schön. Und stelle mir da wirklich auch alles richtig vor. Ja, zu einem Look, ich sag mal, zu einem ganz geradlinigen Kleid oder vielleicht, wie ich es jetzt auch trage, ein ganz geradliniges Sakko, da gefällt mir das alles doch besonders gut. Dann einmal weiter hier mit meinem richtig, richtig schönen Armreifen von der Marke Swarovski. Der hat nämlich ganz viele Besonderheiten. Und zwar, ich hoffe, man kann das so gut erkennen, der Stein ist wirklich ein richtig schöner Grünton, exakt passend zu meinem Sakko heute. Und die Besonderheit ist hier nochmal, dass man das drehen kann. Und dann ist der Stein auf der anderen Seite bläulich. Und je nachdem, was man dazu trägt, spiegelt es natürlich auch die Farbe. Also jetzt wirkt es blau eher grünstichig, aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich was Dunkelblaues dazu tragen würde, würde die Farbe wiederum ein bisschen anders aussehen. Also richtig schön und ja, sehr universell. Ich finde, dass der Armreif eine super Mischung ist aus, ja, Armreifen, wie ich schon gerade sagte, und Armband, denn hier unten kann man es stufenlos verstellen, also auch für jede Größe was dabei. Das kann eigentlich nicht zu groß und nicht zu klein sein. Frickel ich das hier mal raus, damit ich euch das auch zeigen kann. Und zwar könnt ihr hier einfach an der Kugel ziehen und dann könnt ihr das vergrößern, verkleinern oder dementsprechend auch auf- und zumachen. Ihr seht ja jetzt hier unten auch die Chat-Funktion. Sagt mir ruhig mal zwischendurch, wie ihr was findet, was euch besonders gut gefällt. Seid ihr dieses Jahr auch auf eine Hochzeit eingeladen oder nicht? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und um den modernen Look abzurunden, trage ich einen Glitzerring in gelb-goldfarbig von der Marke Elli. Und ihr seht, alles passt wirklich ganz hervorragend zueinander. Es ist auch so ein bisschen heute, ja, die ganzen Looks eher kreiert, ich sag mal, für den etwas kleineren Geldbeutel. Na, der Ring jetzt hier für 69,90 und könnt auf jeden Fall noch eine Null hinten dran hängen, von der Optik auf jeden Fall, zumindest. Ja, wie gefällt euch der Ring? Wie findet ihr das so? Gerne mal beantworten. Ich würde mich freuen. Das war eigentlich schon so
Der erste Look, persönlich muss ich sagen, wenn ich mich selber so sehe mit den Kreolen und dem Halsreifen, das ist doch schon so sehr, mein Fall, würde ich gerne auch persönlich so tragen. Oder ich habe so einen ähnlichen Halsreifen, den ich auch sehr gerne trage. Es fühlt sich sehr bequem an. Und da stelle ich mir ein ganz glattes Kleid vor, wie ich eingangs schon sagte, um das Ganze aufzuwerten. Ich würde sagen, das kleine Nicht-Schwarze macht man ja nicht so gerne auf einer Hochzeit, aber ein Etui-Kleid zum Beispiel, ein Hosenanzug, ein Jumpsuit, der ganz geradlinig geschnitten ist, sehr puristisch. Das könnt ihr mir mal sagen, wenn ihr eingeladen seid dieses Jahr schon auf eine Hochzeit, habt ihr schon einen Look? Habt ihr euch schon was ausgesucht? Habt ihr vielleicht was Neues gekauft? Was tragt ihr dann dazu? Beantwortet mir doch mal diese Frage. Wenn ich es nicht selber lesen kann, dann wird mir meine Kollegin das auch beantworten aus der Regie bzw. vorlesen und ich hoffe, ich kann dann darauf eingehen. Als nächstes haben wir den klassischen Look. Es ist ja nicht immer nicht jedermanns Sache, sowas ganz Geradliniges und Puristisches. Wir haben auch etwas ganz Klassisches mitgebracht. Das ist hier zum Beispiel einmal das Armbändchen von Guido Maria Kretschmer und auch passend dazu die Halskette. Die nehme ich da gleich nochmal mit dazu. Jetzt gehe ich hier nochmal kurz rum zur Kamera und zeige euch das mal so. Ein dreireihiges Armband aus verschiedenen großen Steinchen in so einer Sechserkrappe. Ganz, ja, auch da ganz klassisch, wie ja nun mal schon unser Look eigentlich zeigt. Was kann man dazu tragen? Ja, ich würde sagen, ein ganz klassisches Gastoutfit ist eigentlich für eine Frau, schätze ich mal, ein Kleid. Bedenkt dabei, wenn ihr jetzt sowas nimmt, was so ein bisschen mehr Glitzer hat, wie die Kette und das Armband, dass ihr jetzt nicht noch, wer weiß was, wie viel Glitzer natürlich in der Kleidung habt und auch vielleicht nicht mehr gemustert und geblümt, denn das wertet natürlich nochmal das Outfit auf und man will ja auch nicht zu auffällig auf so eine Hochzeit gehen. Na, also das auf jeden Fall nochmal mitbedenken. Zeige ich euch einmal passend dazu die dreireihige Kette von Guido Maria Kretschmer. Ich gucke mal, ob ich sie mir so ein bisschen anhalten kann vielleicht, dass man da eine Vorstellung bekommt, wie das so wirken kann. Wer weiß was, ich nehme mal hier den Halsreifen ab. Ich glaube, dann ist es ein bisschen besser. Ja, ich denke, so kann man sich das vorstellen. Also auch da, eigentlich vom Look geht auch alles, was wir gerade so gesagt haben, vom modernen Look, ne? Ein schöner Jumpsuit oder ein glattes Etui-Kleid. Auf jeden Fall nicht, dass da so viel los ist, sag ich mal, auf dem Outfit. Also eher doch etwas Schlichteres. Passend dazu habe ich euch diesen Ring mitgebracht von unserer Exklusivmarke Jette. So ein bisschen ineinander geschwungen und auch hier die weißen Zirkonia-Steinchen, die wiederholen sich zu der Kette, die wir gerade hatten von MK und zu dem Armband. Schauen wir mal, wie das so auf der Haut aussieht. Vielleicht so. Richtig schön. Ich finde immer, je nachdem, auf welchem Finger man einen Ring trägt, wirkt er immer ganz anders. Also auf dem Mittelfinger wirkt er eher gemütlich, ne, weil er wirklich sehr angenehm zu tragen ist. Auf dem Ringfinger wirkt der gleiche Ring gleich ein bisschen ja hochwertiger, ein bisschen ladylike, finde ich. Und auf dem Zeigefinger hat das Ganze schon wieder eine richtig coole Wirkung. Also wenn man jetzt ein schönes, schlichtes Kleid dazu anhat und den Ring auf dem Zeigefinger, dann hat es gleich einen viel, viel stärkeren Fashion-Aspekt, würde ich jetzt sagen. Und dadurch könnt ihr natürlich den Look auch komplett verändern. Nur indem ihr einfach nur die Finger switcht. Wie tragt ihr eure Ringe? Wie würdet ihr diesen Ring tragen? Guck mal, wie der so von Weitem aussieht. Wenn ich den jetzt nur so auf dem Zeigefinger habe, hat es einen ganz, ganz anderen Flair, finde ich, als auf einem anderen Finger. Sagt mir doch mal, wo ihr diesen Ring tragen würdet, auf welchen der drei Finger. Ja, und zack, haben wir dazu auch schon einen ganzen Look kreiert, nämlich zu dem klassischen Schmuck. Guck mal, dann haben wir euch noch einen Look mitgebracht, und zwar der Verspielte.
Da stelle ich mir vor Rüschen, Volants, Tüll, ein Tüllrock. Ganz aktuell sind auch, na sag mal schnell, ja, Midi-Röcke, Pastelltöne. Ja, und Pastelltöne, Pastell und Tüll, finde ich, das passt immer richtig gut miteinander. Und da brauchen wir natürlich einen ganz anderen Schmuck als den, den wir bis jetzt vorgestellt haben. Und zwar den verspielten. Da habe ich mitgebracht einmal ganz süße Ohrstecker von der Marke Smith Jacobs. Die seht ihr hier. Die sind von innen, haben die so ein bisschen, ja, so eine Aussparung, sodass man die Haut drunter sehen kann. Und die halte ich mir noch mal kurz an. Dann könnt ihr so ein bisschen am Ohr sehen. Genau, im ersten Ohrloch, aber was ich auch möglich finde, wirklich ein bisschen weiter oben, im zweiten, im dritten Ohrloch, je nachdem, was ihr da sonst so tragen würdet. Was ich auch richtig schön finde, ist, dass der Ohrstecker, den Steg sehr weit oben angesetzt hat. Da kommt jetzt wieder so ein bisschen die Fachfrau in mir durch, denn somit könnt ihr eigentlich die Position des Ohrsteckers selber bestimmen. Ja, so ein bisschen, ich halte es mal eben kurz an, mehr als, ja, fast Hänger, indem es etwas runterhängt. Oder ihr dreht ihn einfach nach oben und dann sitzt er viel, viel mittiger auf dem Ohrläppchen. Da seht ihr schon, das ist einfach ein kleines, verspieltes Accessoire, um einen verspielten Look nochmal aufzuwerten. Das heißt, habt ihr vielleicht was Geblümtes oder was Gemustertes, dann können wir ja natürlich jetzt nicht was Riesengroßes nehmen, sondern eher was Kleines, etwas zurückhaltender. Da finde ich diese Ohrstecker ganz hervorragend zu. Und nicht nur Ohrstecker runden natürlich ein Outfit nochmal ab, sondern ein Armband und eine Kette nochmal. Und da haben wir hier das Armband von der Jette, von unserer Exklusivmarke. Ich halte es mir hier auch nochmal an. Mit einem ganz kleinen süßen Herzchen und auch gar nicht so, gar nicht kitschig, sondern sehr modern gemacht, mit so einem kleinen Spalt hier vorne. Und was passt besser zu einer Hochzeit als das Thema Herzchen, das Thema Liebe? Das ist natürlich eigentlich vorgegeben, dass irgendwo muss irgendwas mit Herzchen drin vorkommen. Da das Armband und passend dazu die Kette, eine Silberkette von unserer Marke Cookie. Die zeige ich mal so mit einem ganz kleinen, süßen, glitzernden Herzchen. Also hier ist auch wirklich wenig mehr. Jetzt versuche ich mir das nochmal anzuhalten, damit ihr das mal auch auf der Haut sehen könnt. Eigentlich gehört meine Bluse auch so ein bisschen, finde ich, ins verspielte Thema mit der Schleife. Na, wenn ich jetzt dazu beispielsweise einen fliederfarbenen Tüllrock tragen würde, ja, dann hätten wir eben hier dieses ganze verspielte und gleichzeitig romantische Thema nochmal aufgegriffen. Guck mal, das sieht doch auch richtig süß aus. Dazu die Ohrringe und das Armbändchen. Wie gefällt euch das? Dieser verspielte Look, seid ihr eher der verspielte Gast, der verspielte Outfit-Träger? Ich finde es total süß. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen bei Gästen. Bei Herren, wenn jetzt mal Herren vielleicht unter euch sind, die tragen dann einen ganz klassischen Anzug als Gast und auf den Socken sind Herzchen. Das ist natürlich richtig süß und auch da kann man das Outfit noch mal so ein bisschen upgraden. Und wenn die Dame jetzt noch passend unsere Herzchenkollektion oder unseren Schmuck mit unseren Herzchen trägt, wiederholt sich das natürlich noch mal richtig schön und man hat einen kleinen ja, lustigen Aspekt. Ich schaue jetzt eben gerade mal in die Kommentare. Da schreibt nämlich Angie, wunderschön das Herzchenarmband. Ja, vielen Dank, liebe Angie, für deinen Kommentar. Finde ich auch richtig schön. Und natürlich ist der Schmuck nicht nur was für die Hochzeiten, nicht nur was als Gast, sondern eben auch natürlich für lange danach. Egal in welchem, egal zu welchem Anlass, ja, gerade so ein Herzchenarmband oder die Herzchenkette könnt ihr natürlich zu vielen, vielen anderen Outfits super kombinieren. So, jetzt kommen wir mal weiter zu unserem nächsten Look und zwar ist das der ganz angesagte Stacking-Look. Da haben wir auch schon mal eine Sendung zu gehabt zu verschiedenen Schmuckstücken
Heute noch mal zum Thema Hochzeitsgast. Ich trage dazu auch schon etwas. Und zwar, jetzt komme ich noch mal eben hier gerade rum. Einmal das Armband von der Marke Swarovski. Gelb-goldfarbig, so ein bisschen Tennisarmband-Look. Und passend dazu ein Armband von der Marke Ellie. In goldfarbig und naja, Stacking, ihr wisst ja genau, was damit gemeint ist, also mehrere Teile zusammentragen, nebeneinander oder wenn es ein Ring ist, ihr könnt auch hier die Ringe, da habe ich jetzt einmal beide Ringe sind von Christ, das hier ist ein schlichter goldener Ring, der so ein kleines Erbsmuster hat. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich zeige es euch nochmal so. Ganz viele kleine Kügelchen, also schlicht, elegant, aber überhaupt nicht langweilig. Und auf dem anderen Finger trage ich auch einen Ring von uns, von der Marke Christ, mit einem richtig wunderschönen Amethysten, wie ich finde. Und könnt hier die Ringe ganz toll miteinander kombinieren, indem ihr die entweder nebeneinander tragt, so wie ich, oder auch gerne auf einem Finger. Ich zeige euch mal, wie das da aussieht. Nämlich so. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr das Thema Stacking tragen möchtet, dann achtet darauf, dass nicht alle Schmuckstücke die auffälligsten Schmuckstücke sind. Kombiniert gerne einen etwas auffälligen Ring, zum Beispiel wie ich den Amethystring, mit einem etwas schlichten Ring, damit sie sich nicht gegenseitig die Show stehlen. Oder wie bei dem Armband, ein etwas auffälligeres Armband mit ganz vielen Glitzersteinchen und daneben ein etwas schlichteres Armband. Am Ende macht man es in der Kleidung genauso. Wir tragen ja kein auffälliges Rüschenoberteil und noch ein auffälliges gemusterten Rock unten drunter. Und genauso ist es bei dem Stacking-Prinzip auch. Also gerne ein etwas auffälligeres Teil und das nächste ein bisschen zurückhaltender. Trotzdem können sich die Sachen etwas wiederholen, beispielsweise in der Farbe. Ja, und jetzt kommt eigentlich auch schon zu unserem nächsten Look. Aber bevor ich den nächsten Look euch präsentiere, habe ich heute was ganz Besonderes mitgebracht. Und ich habe extra ein bisschen länger darauf gewartet, denn ich wollte natürlich, dass so viele wie möglich von euch noch einschalten. Und zwar haben wir ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel heute für euch mitgebracht. Ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich total beeindruckt, als ich das gelesen habe. Und zwar aufgepasst, alle Bräute, alle Hochzeitsgäste, die dem Brautpaar wirklich sehr nahestehen, aufgepasst. Und zwar, wir verlosen drei verschiedene Gewinne. Und zwar könnt ihr gewinnen, entweder ein Brautschmuck von Christ im Wert von 3.000 Euro. Ich traue mich schon gar nicht, das laut auszusprechen. Also Brautschmuck im Wert von 3.000 Euro, wer kann das nicht gebrauchen? Da sind super, super schöne Sachen dabei. Als zweites verlosen wir 50 Goodiebags für eure Hochzeitsgäste, für 50 Hochzeitsgäste im Gesamtwert von 1.000 Euro. Und als drittes verlosen wir 10 Bridesmaids-Armbänder von der Marke GMK aus unserer aktuellen Hochzeitskampagne. Und das Einzige, was ihr machen müsst, erzählt uns auf unserer Homepage christ.de einfach von euren Hochzeitsplänen. Meine Kollegin verlinkt euch da auch nochmal. Und nehmt somit daran teil. Erzählt uns, was eure Hochzeitspläne sind. Wie habt ihr den Heiratsantrag bekommen? Wie lange plant ihr die Hochzeit schon? Und einfach alles, was dazu gehört. Und dann könnt ihr euch nämlich auch einen Wunschgewinn angeben. Also entweder der Brautschmuck im Wert von 3.000 Euro, die Goodiebags im Wert von 1.000 Euro oder die 10 Bridesmaids-Armbänder. Da könnt ihr euch das mal wünschen. Und ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen und freue mich trotzdem für jeden, der auch nicht dieses wunderschöne Gewinnspiel gewinnt, einfach nur, dass er dieses Jahr unter hoffentlich wunderbaren Voraussetzungen heiraten darf. Ja, jetzt kommen wir zu unserem letzten Look und das sind Statement-Ohrringe. Eigentlich, während der Präsentation ist mir aufgefallen, dass man sicher ganz viele Looks auch miteinander kombinieren kann oder viele Outfits auch miteinander kombinieren kann. Das eine nicht unbedingt immer das andere total ausschlägt. Als Statement-Ohrringe habe ich euch einmal mitgebracht. Diese roséfarbenen Herzchen. Ich halte es einmal kurz hier ein bisschen von weiter weg und dann von GMK. Auch hier wieder das Herz. Thema. Jetzt komme ich noch mal rum und halte es mir auch noch mal gerne dran. Dann nehme ich die mal raus. So.
Herzchen gehen einfach immer auf jeder Hochzeit. Hier diese kleinen Ohrhängerchen. Das Schöne hierbei ist, ihr könnt auch mal, wenn ihr die Stecker oder die Kreolen nach der Veranstaltung tragt, auch ganz einfach dieses Herzchen rausnehmen. Zack, leichter gesagt als getan. Nein. Und dann könnt ihr sie noch mal als ganz schlichte kleine Kreolen weitertragen. Fürs erste Ohrloch oder fürs zweite. Also auch da, ich mag ja grundsätzlich immer Schmuckstücke, wo man einfach vieles draus machen kann, ne? Also hier eigentlich zwei in einem. Einmal Kreole und einmal den Ohrhänger an sich. Legen wir hier mal wieder ab. Dann habe ich noch richtig, richtig schöne Statement-Ohrringe. Die haben wirklich, wirklich ihren Namen verdient. Und zwar Ohrhänger von unserer Exklusivmarke Jette in Silber. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man Statement-Ohrringe trägt, dann braucht man gar nicht viel mehr. Also nicht noch irgendwie eine große Kette obendrauf. Und auch sehr schön in so einem sleeken Haarlook. Also das heißt streng nach hinten, damit auch die Ohrringe richtig gut zur Geltung kommen. Und zwar so. So muss es getragen werden. Entweder in einem hohen Zopf oder in einem Dutt oder ganz streng nach hinten. Aber die Ohren sollten schon frei sein, damit auch wirklich dieser Look, diese Ohrringe richtig gut zur Geltung kommen. Von mir aus ohne Kette. Die braucht ihr dann gar nicht. Statement-Ohrringe heißen Statement-Ohrringe, weil die nämlich das Statement sind. Das könnt ihr richtig schön kombinieren. Was würdet ihr tragen? Was findet ihr schöner? Die Herzchen-Ohrhänger von GMK oder die silbernen Flatter-Ohrringe? Die machen an sich schon Party. Jeder braucht ja ein bisschen Party auf der Hochzeit, ne? Was gefällt euch besser? Würde mich mal interessieren, wie die unterschiedlich die Geschmäcker so sind. Beantwortet mir doch gerne mal die Frage in den Kommentaren. So, dann habe ich noch von Cookie auch einen ganz besonderen Ohrstecker mitgebracht. Und zwar goldfarbig. Ja. Hier. Und zwar ist es keine Kreole, sie steckt also nicht so im Ohr, sondern wirklich so von vorne. Ich komme noch mal eben rum und zeige euch das mal, so dass man wirklich den ganzen Kreis von vorne sehen kann. Hier vorne der Stecker, so ein bisschen bläulich. Und auch hier gibt es eine Besonderheit, und zwar könnt ihr diesen Ring einfach rausnehmen und übrig bleibt ein viel schlichterer Stecker für den Alltag. Und der sieht dann so aus. Auch hier gerne fürs erste Ohrloch oder fürs zweite, dritte, ganz wie ihr mögt. Sind auch Statement-Ohrringe, weil sie schon auffällig sind, dadurch, dass der Ring eben ganz gerade im Ohr steckt, sage ich mal, und man ihn von vorne aus sehen kann. Denn Statement muss natürlich nicht immer, wer weiß was, wie riesengroß sein. Es sind jetzt etwas kleinere, aber auch da. Ganz zurückhaltendes Outfit, einfarbig sehr gerne, ganz sleeken Haarlook und dann ist das doch wirklich perfekt. Ein letztes Schmuckstück habe ich noch mitgebracht. Ein paar letzte Statement-Ohrhänger. Und zwar denkt sich jetzt vielleicht die ein oder andere von euch, was mache ich damit? Und zwar werden die einfach durchs Ohrloch gesteckt und durchgezogen. Und hängen dann so von beiden Seiten runter. Entschuldigung. Ich werde es nochmal versuchen. Ich werde es jetzt nicht reinmachen, aber mal anhalten, dass ihr das mal sehen könnt. Und wer da nicht der Hingucker ist, alleine schon aufgrund der Technik und darauf angesprochen wird, das glaube ich gar nicht. Schaut euch das mal an. Wie findet ihr das? Und jetzt, wo ich die Haare so ein bisschen auf eine Seite trage. Ich zeige euch das nochmal in unserer großen Kamera, in unserer großen Einstellung. Auch das finde ich gut. Ganz glatt und ganz sleek auf einer Seite. Und dann hier nochmal einen schönen Statement-O-Ring drin. Richtig gut. So ähnlich habe ich es auch schon mal getragen auf einer Hochzeit. Ja, das war es auch im Grunde schon. Das waren unsere unterschiedlichen Looks zu ganz verschiedenen Outfits.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht den einen oder anderen Tipp geben oder auch eine ein oder andere Idee mal geben. Manchmal weiß man auch einfach gar nicht, was man so wirklich tragen kann, oder was man zu was kombinieren kann. Manchmal braucht man einfach noch mal eine gute Idee. Ich hoffe, ich konnte euch da heute ein bisschen weiterhelfen. Mir hat es wie immer richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Danke für eure Kommentare. Unsere nächste Show, die ist am 31. Mai und zwar geht es da um die Marke Tissot. Exklusive Neuheiten und Highlights ist da das Thema. Schaltet sehr gerne ein. Am 31. Mai um 19 Uhr, genau hier geht es nämlich weiter. Und dann wünsche ich euch allen einen ganz tollen Abend. Vergesst unser Gewinnspiel nicht. Nochmal, der Zeitraum ist 18. April, also es läuft schon, bis zum 12. Juni, das habe ich nämlich gar nicht gesagt, auf jeden Fall teilnehmen. Entweder ihr seid selber das Brautpaar oder ihr steht dem Brautpaar oder der Braut sehr nah, das möchte ich nochmal dazu sagen, und dann könnt ihr gerne bei unserem Gewinnspiel teilnehmen. Also die Preise sind echt der Hammer, ich sag's gerne nochmal. Ein Brautoutfit, ein Brautschmuck. So, nicht das Outfit, das Brautschmuck im Wert von 3000 Euro. Für den Wert wird man wahrscheinlich noch viel mehr kriegen. 50 Goodie-Bags oder 10 Bridesmaids-Armbänder. Macht mit, erzählt uns von euren Hochzeitsplänen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon drauf, eure Pläne zu lesen. Ich wünsche euch alles, alles Gute für alle, die heiraten. Viel, viel Spaß dabei. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Abend. Bis dann. Ciao.